Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag und ich habe die Halloween-Karten gebastelt gestern in der Nacht. Ja, wie gesagt, wenn ich einmal drin bin, dann bin ich drin und da geht das flott von Hand. Und ich habe drei besondere Karten gebastelt und ich habe einmal angefangen mit dieser hier. Moment. Dieser hier, das ist eine Swing-Card. Und die macht man ja so auf. Das ist ja meine Farbe, also lila. Ich liebe lila. So, das war die erste, die ich gebastelt habe. Ich fand die schon so toll. Und obwohl die lila ist, ist es doch nicht meine Lieblingskarte geworden. Meine Lieblingskarte ist diese hier geworden. Das ist eine Center Box Card. Hier, diesen Schriftzug habe ich selber gezeichnet, da ich noch keinen Stempel habe für Happy Halloween. Aber Halloween kann ja eh krumm und schief sein. Und dann dachte ich mir, mache ich hier noch so ein paar Zickzack-Dinger hin. Es wackelt. Allerdings fehlt noch, ach, ja, jetzt bin ich zu schnell jetzt gewesen mit dem Video. Ich wollte hier und da noch ein Bling-Bling-Steinchen hinkleben, aber naja, Moment. Also diese Bandelore nimmt man ab. So, dann haben wir hier ein Häuschen. Und ja, das ist nicht ganz so schön geworden. Der Stempelabdruck, da hätte noch ein bisschen mehr Farbe sein gemusst. Oh. Ja. Und so, das Haus an sich ist schon schön gewesen da drauf, aber da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Und dann habe ich einfach so ein paar Strichelinien dahin gezeichnet. Und jetzt finde ich es top. Bis auf hier so ein oh, kleines Bling-Bling-Steinchen in Schwarz. So, die kann man ja dann so aufmachen. Und so sieht sie aus. Die kann man auch schön hinstellen. Und hier kommt noch eine kleine Spinne hin. Diese Spinne von dieser Karte hier, die habe ich vergessen, dahin zu hinzubamseln noch. Obwohl, muss auch gar nicht sein. Also die sieht ja so schon schön aus. Hier die Grinsekatze. Und das ist meine Lieblingskarte. Die Bandelore kommt wieder drauf. So. Und dann habe ich noch eine Diamond Fold Card gebastelt. Und zwar diese hier. Die musste ich auch mit so einer Bandelore verschließen, weil die dann, ja, wenn die dann so liegt, so, ja, ein bisschen aufgeht, ne? Obwohl mittlerweile hat sie die Form gut angenommen. Jetzt kann man die Karte auch gut auf und zuklappen. Am Anfang konnte man sie gut aufklappen, aber nicht so vernünftig zu. Aber jetzt klappt alles wunderbar. Und die geht so auf. So. So.
Ja. So. Die Sticker sind noch vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr noch. Ach, ich lasse die jetzt mal so. Und ja, von dem Geschäft T-Punkt. Die Bastler werden wissen, was ich meine. Denke ich mal. Ich möchte jetzt in diesem Video keine Werbung machen. Und da hatte ich noch ein paar, denn dieses Jahr habe ich noch keine vernünftigen Sticker gesehen, bis auf ein paar Fledermäuse. Aber das war's. Aber nicht diese Fledermäuse, die hier sind, andere Fledermäuse. Aber sonst irgendwie bei unserem Teddy dieses Jahr, ja, war nicht so viel. Und diesmal habe ich, also diesen vom letzten Jahr, und ich habe keinen einzigen davon verbraucht. Und jetzt schon so ein paar. Also einmal diese Geister hier. Dann hier von diesem hier. Da finde ich ja diese Katze ja so niedlich. Mit den Sticker muss ich ja schon wieder sparsam umgehen. Dann hier diese, die sind ja super niedlich, diese Fledermäuse. Die passen ja immer nach oben so schön hin. Dann diese natürlich. Also wenn ich die noch mal sehe, dann kaufe ich die auf jeden Fall. Diese Katzen, Halloween-Katzen, die sind so süß. Hier die. Hier von diesen hier. Und dann noch diese Geister. So. Also ich möchte noch ein paar Sachen machen. Ich möchte noch so hoch. Boxen machen, vielleicht noch ein Loaded Envelope für Halloween. Ich möchte dieses Jahr diese Sticker hier verbrauchen. Nicht mit ins neue Jahr nehmen, ne? Weil, ja, letztes Jahr nicht mehr geschafft. So, ja, ihr Lieben, das war mein Video. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen. Oh, fackelt. Wie ist das nicht so gut angebracht jetzt? Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ja, wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss.